ganz viel schreiben Julian Bam. Ich bin gespannt auf das neue Video von Julian Bam. Es haben sehr viele vorgeschlagen. Ich glaube, es haben sogar heute mehr Leute vorgeschlagen als jemals zuvor. Ich habe noch nie so oft ein Video vorgeschlagen bekommen wie heute das Julian Bam Video. Also entweder ist das Julian Bam Video heute richtig, richtig schlecht, was ich nicht glauben kann, weil so viele Leute irgendwie empört sind. Guckt sie an. Oder ist es einfach so krass, was ich aber auch fast nicht glauben kann, weil wie soll Ju sich noch... Wie soll er sich denn noch mehr steigern? Ich bin gespannt. Okay, jetzt bin ich wirklich neugierig. Let's go. Julian Bam. Songs aus der Bohne. Okay, mal was komplett Neues. Kein Iron Man of the Galaxy und kein Märchen alles, ja. Ich bin gespannt. Let's go. Ah, bist du wach? Was machst du hier? Das hier. Hättest du mir das schon später wiedergeben können? Keine Zeit, Mann. Ich hab nachher noch ein Date. Ach echt? Und wie heißt der? Ah, witzig. Aber warte, ich hab hier noch was für dich. Das ist der neueste Jelly. Wie heißt die nochmal? Jelly Beans? Was ist das? Oh, das ist ein magischer Boden. Jede Bohne steht für eine Musiker. Ey, du musst auf jeden Fall eine ausprobieren. Ich war gestern Abend Sido. Wenn du meine Scheiße hockst, ne? Nimm eine. Ey, nee, lass die Kacke hier nicht liegen. Ach ja, vergiss nicht. Heute Abend Steak erst mal Rizzo. Du bist dran mit einkaufen. Ich will meinen Schlüssel zurück. Arsch. Selber. Okay, bist jetzt nice gemacht. Ich muss noch einkaufen. Okay, klassische Revi-Fan. Ey, boah, bist du nicht der Julian Bang? Ey, kann ich ein Foto mit dir machen? Ey, bitte heute nicht, ich bin mega fertig. Ich bin einfach nur... Ey, mega korrekt, Alter, was machst du da kurz gerade vom Einkauf? Ey, du, Julian Bang. Ey, bitte, Mann, einfach ein anderes Mal. Alter, okay. Mach mal den hier. Mach mal den, den ich hier reingucken. Mach mal den, den ich hier reingucken. Wenn du meine Scheiße hockst, ne? Nimm eine. Was soll denn jetzt Farid Bang bringen, wenn so ein Fan ein Foto will? Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob er seine Beine trainiert hat. Du elender Hund, guck doch mal, wie ich gerade aussehe. Du bist das Erste, was da steht, wenn ich aus dem Haus gehe. Du hast Glück, dass ich dir nicht gleich meine Faust gebe. Merkst du nicht, dass du gerade auf meinem Schlauch stehst? Dann mach halt ein Foto und dann verpiss dich, Habibi. Sonst klebt meine Faust in dein Gesicht wie ein Panini. Du pubertierende Generation Instagram-Teenie. Hau ab, guck, da drüben steht Julienko und Bibi. Ey, Julian, krieg noch ein Autogramm von dir. Ey, Julian, so auf alles ist geachtet, auch dass er den Namen falsch ausspricht, weil das halt einfach so ein Revi-Fan ist und kein Julian. Ey, mega nice. Also auch mega nice, der Part von Farid Bang. Alter, jetzt will er noch eine Unterschrift. Das wundert nicht, denn ich mach 100 Klicks. Jetzt komm mir bitte nicht mit diesem Hundeblick. Nimm dein Autogramm und hau ab, sonst gibt's einen Unterleibkick. Und du nach Hause humpelst, während der King deine Mutter trifft. Ey, jetzt noch eine Videogrußbotschaft für meine Klasse. Ey, es ist aber so true. Ihr denkt es vielleicht, ist es irgendwie übertrieben oder so, ne? Es ist so true. Du triffst jemanden, machst ein Foto. Ah, können wir noch eine WhatsApp-Sprachnachricht machen für meine Gruppe? Können wir noch eine Videobotschaft für meine Klasse machen? Können wir noch dies machen? Können wir das machen? Und dann kommen dann noch andere und sagen auch, ja, können wir noch ein Gruppenfoto machen? Können wir dies machen? Es ist true. Es ist nicht übertrieben, Leute. Es ist nicht übertrieben. Gib mir dein Handy und lass mich doch raus, bevor mein Burek aufwirft aufs Haus. Hallo, ihr Pisser von Klasse 2B. Hallo. Check mein neues Album und hau den Typ, der neben mir steht. Kannst du das alles nochmal für meine Klasse kaufen? Oh mein Gott, es ist wirklich passiert. Es sind noch mehr Leute da. Paraden machen. Alter! Kannst du mich grüßen in deinem Video? Moin, Mann! Ey, Bruder, gib mir 80 Autogramme, ja? Zu Hause! Ja, Mann, hab ich doch gesagt, das ist ein magischer Boden. Hä, mega geil. Und das ist alles in so einer Storyline. Oha! Oha, okay. Bist jetzt richtig nice. Ich bin gespannt. Alter, okay. Ey, das war so krass. Plot Twist. Wahrscheinlich sind die einfach nur auf irgendeinem Drogentrip und denken nur, sie wären Musiker. Oder es sind wirklich magische Bohnen. Ich weiß es nicht. So, fertig. Wie gefällt es dir? Oh mein Gott. Kannst du ruhig ehrlich deine Meinung sagen? Ufo361, okay. Jetzt kommt so ein gechillter Song, oder was? Holy shit, holy shit. Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße auf meinem Kopf? Digga, guck mal, wie ich aussehe, wie ich aussehe. Nee, guck mal, wie ich aussehe. Nicht dasselbe, nicht dasselbe. Nicht mein Gott kann mir jetzt noch helfen. Nicht mein Gott kann mir helfen. Nicht dasselbe. Nein, nicht dasselbe.
Alter, wie sie da so steht und so tut, als würde sie ihm so zuhören. Mm, ja. Guck mal, das ist schon Mängels, schon Mängels, schon Mängels. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber es scheint dir zu gefallen, oder? Ja, also gefällt mir schon. Wie? Thomas, ich bin auf dem halben Weg, ich muss gerade nur noch mal shitten. Scheiße. Ist da nebenan jemand? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Oh mein Gott, was macht Ed Sheeran jetzt? Was guckst du so? Hast du noch nie einen nackten Hobel gesehen? Kann man nicht mal in Ruhe von der Schüssel kommen, um sich eine kleine Kackpause zu nehmen? Du denkst sicherlich, dass ich ein perverser Psycho bin. Alter. Ich weiß, das sieht komisch aus mit deiner Gitarre vor meinem Ding. Du denkst, ich bin. Was schaust du mich so schief an? Ich singe doch echt gar nicht mal so schlecht. Kann man denn jetzt nicht mehr ein Ständchen halten bei seinem Geschäft? Ich brauch endlich Klopapier, hörst du mir zu? Hast du's kapiert und wird hässlich, glaube mir. Mega geil, also wirklich mega stark gemacht. Diese Übergänge, diese Schnitte, die Beleuchtung, heftig geil. Also richtig, richtig stark. Richtig stark. Also nicht nur jetzt bei Ed Sheeran, sondern bis jetzt bei allen. Mega stark, Alter. Er ist einfach nur krank, Alter. Gib deine Sorgen her, denn es juckt langsam echt schon sehr. Keine Zeit mehr zu erklären, denn mein Arsch ist voller Scheiße. Oh mein Gott, er hat ihm die Socke geklaut und wischt sich damit den Arsch ab. Wie ekelhaft ist der? Hi! Geht's dir gut? Oh Gott, was ist los mit dir? Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist einfach Pietro Lombardi. Okay, ihr wisst, was es bedeutet, wenn Pietro Lombardi in diesem Video vorkommt. Das kann nur eins bedeuten. Es wird geisteskrank. Let's go. Seh ich dich das erste Mal, deine Augen und dein Haar. Mein Corazon schickt ein Signal, Gelato bis Copacabana. Perfekt vom Kopf bis Fuß, Bella. Doch es gibt eines, was ich nicht mag. Hab kurz überlegt, wie ich's dir sag. Nimm jetzt meine Motorsage. Das soll er zwischen dein Zähnen. Spinat oder doch verschimmelte Sehnchen. Hast du das im Spiegel nicht gesehen? Hast du deiner Kopf im Munde kleben? Ist das Salat zwischen deinen Zähnen irgendwie unangenehm? Nimm ihn weg, yeah, yeah. So viel Grün hab ich noch nie gesehen. Oh, das wäre peinlich, aber was zwischen den Zähnen? Warte, hier? Kannst du mir dabei helfen? Hey, Ju. Ey, kannst du Stella vielleicht nehmen für eine Woche? Geistkrank. Du weißt, wie wichtig sie mir ist. Wer ist Stella? Das ist Stella. Warte mal, kannst du. Was hat er gesagt? Kannst du Stella für eine Woche nehmen? Stella vielleicht nehmen für eine Woche. Okay. Hey, du weißt, wie wichtig sie mir ist. Wer ist Stella? Das ist Stella. Ey, du bist doch einfach nur krank, Mann. Bruder, meine Eltern kommen. Nur eine Woche, bitte. Okay, die Hose. Ach so, okay. Später mal wieder ab, ja? Oh, danke. Oh, sie kommt in den Kofferraum. Alter. Oh. Oh, Rotwein ausgelaufen. Jetzt noch Stella. Du machst alles dreckig hier, ey. Ah, was haben wir denn hier? Das ist ganz klar eine Leiche. Nein, nein, das ist keine Leiche. Das sieht mir nach 500 Jahren Haft aus. Anzeige ist raus. Nein, nein. Billie Eilish. Oha, okay. Oh mein Gott, okay. I'm the bad guy. Es ist nicht, wie sie denken. Nein, ich weiß, das könnte eine Leiche sein. Zilla steigt immer. Doch sie fängt niemals an zu schreien. Ach nee, das ist nicht, was ich mein. Das ist gar kein Blut, sondern ein paar Tropfen griechischer Rotwein. Glaub mir,
schaut ja nicht mal nach, jetzt ihr denkt, dass ich euch verarsche. Stella ist aus reinem Latex und mein bester Freund, der mag es. Ich bin kein kranker Killer, nein, fesseln muss das sein. Ihr seid doch die Polizei, bin unschuldig, lasst mich frei. Stella. Lol. Das ist Stella. Das ist ne scheiß Gummipuppe. Ihr seid doch die Polizei, Polizei, Polizei. Wir sind nicht die Polizei. Was? Was für einen Sinn macht es denn, dass sie die Maske erst anziehen, nachdem er sie schon gesehen hat? Okay, aber jetzt ändert sich die ganze Story, oder was? Was passiert jetzt? Hättest du nicht Lust, was Neues auszuprobieren? Ich geh mich mal kurz frisch machen. Okay. Zerstör mich so wie Rezo. Uff. Hey, willst du uns verarschen? Jetzt wird es mir ein bisschen zu erotisch. Hast ja schon den Sack in den. Sie haben meine Träume in einem Videoform gebracht. Hä? Jetzt müsst ihr es mal vorstellen. Jede einzelne Szene von diesem Video, ja, ist schon viel zu krank an sich, so für sich diese ganzen Songs nachzubauen und alles und diese Texte zu schreiben, den Gesang einzumachen, die ganzen Kameraaufnahmen, Schnitte, Übergänge und so. Aber das Ganze ist noch eine, ist noch so eine Story, die sich so durch das ganze Video zieht. Und er hat ihm am Anfang die Bohnen gegeben und jetzt sitzen die in der Patsche, deswegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was machst du denn hier? Hast du denn hier? Deine blöden magischen Bohnen? Ruhe! Woher habt ihr die magischen Bohnen? Also, ich war beim Bäcker und der hat schon dann einfach irgendwie die Fünfte. Ach, wisst ihr was? Das dauert mir zu lang. Ich werde euch einfach umbringen. Die magischen Bohnen sind kein Spielzeug. In ihnen steckt das Talent und Potenzial der größten Musiker unserer Zeit. Wer sie besitzt, hat die Macht, die Musikindustrie zu beherrschen und die ganze Musikgeschichte neu zu schreiben. Zwei. Wer war das? Eminem und Helene Fischer. Oh mein Gott, Eminem und Helene Fischer? Dead. Alle in dem Raum tot. Sag ich so, wie es ist. Alter, der Cliffhanger. Oh mein Gott, in der nächsten Folge gibt es einfach ein Mashup von Helene Fischer und Eminem. Oh mein Gott. Ey, das war viel zu stark. Alter Schwede, das war wirklich richtig geil gemacht. Richtig, richtig geil gemacht.